Okay, die können in der Luft stehen. Bärbel, gib alles! Ich brauche unbedingt die Pumpgun. Tot? Todos muertos. Alle tot. Naja, aus deinem Namen, also deine Frau sagt wahrscheinlich nicht älter als du. Wenn ich mir deinen Namen angucke, ein Jahr. Oh nein, es kommt noch so ein blinder Wichser. Oh, die kann ich ja im Moment überhaupt nicht ab. Wenn wir Glück haben, macht Bärbel den komplett weg. Schieß doch, Bärbelmann. Lauf nicht weg, du kleiner Wichser. Du hast meinen Pfeil noch. Hä? Oh. Ich bin 40. Danke, Bärbel. Lassen eigentlich aber auch nicht arbeiten, ey, das ist... Also, bald lohnt sich das. Ins Schlafzimmer Kleidung hinzustellen, also so ein Rüstungsständer. Hat Ständer gesagt. Das wird sich, glaube ich, bald lohnen. Ist halt die Frage, wie schnell kriegt Kevin den jetzt voll, damit den Stein, damit ich ihn rüberschicken kann. Damit er da weiter sammelt, ne? Bärbel. Oh, ich liebe es, wie du mir jedes Mal einen Herzinfarkt bereitest. Pass mal auf Kevin auf, ne? Ich geh noch ein bisschen bauen. So, dann wollte ich jetzt hier den Boden hoffentlich zukriegen. Das wäre gut. Das wäre echt gut. Das war nicht so gut. Könnte eng werden, ne? Dass wir alles zukriegen. Vielleicht gleich mal gucken, dass wir eine bestimmte Ecke
zu kriegen. Die hier, die so schön frei ist, ne? Also. Ja, gute Frage, ne? Na gut, noch haben wir ein bisschen Holz. Könnte das vielleicht doch was werden. Hier wäre auch gut, ne? Weil wir holen ja von da. Na gut, wenn wir den hier noch zumachen, dann wird das unser... Das Ding ist, habe ich auch noch überlegt, Leute. Richtig blöd ist ja, dass wir hier die Mauer gar nicht so hoch kriegen. Also wir sollten wahrscheinlich den Keller hier enden lassen. Was jetzt nicht unbedingt schlimm ist. Genau. Nein. Dafür würde ich das Stück wieder abbauen. Und dann hier verlegen. Das können wir natürlich erst im Winter machen. Ja, nur mal so. Das ist mir mal so zwischendurch eingefallen. Also würde ich sagen, dass wir den hier halt auch zumachen. Erstmal. Aufmachen können wir immer wieder. Aber dann machen wir vielleicht hier so ein bisschen die Lager hin. Können wir von da aus besser... Ja, müssen wir sehen. Es ist krass, wie viel Holz hier weggeht, ne? Naja. Doch erst nächste Runde. Obwohl, ne, wir haben gleich noch. Zwei haben wir noch, also ein bisschen was kriegen wir zu. So. Ja, also von hier, dann holen wir nur noch die Steine. Dann machen wir Holz hier hin. Das holen wir von da. Dann müssen wir da nicht noch irgendwie umbasteln. Ja, das knallen wir hier gegen. Das geht. So, warte mal. Nee. Da wollte ich hin. Immer so einen großen probieren. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich den voll kriege, ne? Also, große Stammlager. Bärbel tanzt im Wasser, ja. So, wie sieht's aus mit Kevin? Shit, kann man nicht sehen. Das ist ja blöd.
Ah, da. Was sagen, wo sind denn meine Stöcker hin? Okay, wir brauchen noch mehr Sticks. Oh, hier haben wir gar keine Steine hingelegt und so. Naja, gut. Ja, und die Steine dann hier. Müssen wir ihn gleich nochmal Holz holen lassen. Damit wir unten einmal alles fertig machen können. Wo auch immer der ist schon wieder irgendwie auf der anderen Seite, ne? Aber hier geht er ja eigentlich hier unten rüber, ne? Auf jeden Fall hat er das beim letzten Mal ein, zwei Mal gemacht. Sieht zwar jetzt nicht danach aus, aber ja. Ach. Das mit Kevin ist schon belastend. Nix? Doch. Ich nehme ein paar mehr Stöcker mit, weil brauche ich. Den nehmen wir noch mit. Los, löst dich auf. Okay, jetzt sind wir voll. Gucken wir mal. Oh, Kevin ist gerade da. Kevin, warte. Hol bitte Stämme und füll mal die Behälter. Ja, zieh durch, danke. Dann brauchen wir aber hier den auch gar nicht mehr. Ne? Weil ich will in die Mauer eigentlich keine Fenster reinschlagen. Vorher lasse ich die Mauer da ein bisschen auf. Ich weiß nicht, wie sehr sich die Leute da noch reinglitschen. Ich habe einfach keinen Bock drauf. Da muss ich rein.
Aber wir kommen voran. Trotz dessen. Ich bin schon weg. Es ist spät. Sorry, Leute, ich hab's ja gesagt, ich bin heute ein bisschen müde. Treppe muss ich mir auch noch mal was einfallen lassen. Ich weiß nicht mehr, wie ich es hingekriegt habe, aber ich habe ja hier Steine hingebaut, die er irgendwie nicht mehr wegnehmen will. Was irgendwie komisch ist, weil alles rundherum abgestürzt ist. Aber er will mir das nicht mehr wegbauen lassen. Und das sieht dumm aus. Aber wir werden es wieder nicht ganz schaffen, glaube ich. Boah, im Sommer. Boah, ich hätte gerne die Mauer, wie gesagt, wenigstens schon diese vier, die wir jetzt haben, diese vier Reihen hoch. Boah, damit ich ein bisschen mehr Ruhe habe im Keller. Aber da geht so viel Stein rein, ich glaube, das schaffen wir nicht. Weil beim letzten Mal hat es gut geklappt mit Kevin. Heute ist er schon wieder ganz schön langsam unterwegs. Oh, wisst ihr, was ich auch richtig geil finde mit dem Radio? Erstmal natürlich, dass es jetzt funktioniert. Hallo, der Nachbar. Was willst du mir da zeigen da? Stört sie irgendwas? Ist ihm das zu hoch, oder? Ich weiß, ich kenne das, ne? Das Haus soll in die Nachbarschaft passen und so. Aber passt doch, ist doch Holz. Hier ist überall Holz. Das passt. Glauben Sie mir, das passt. Nee, ja, er ist nicht überzeugt. Es fügt sich in die Umwelt ein. Glauben Sie mir. Er ist skeptisch. Es. Aber Detlef war schon immer so. Na? Alles, was neu ist, ist erstmal Kacke. Das. Da kann ich auch nichts gegen machen. Oh, ein Stein. Er findet das einfach nicht geil. Na gut, ich kann da echt nichts gegen machen. So, wir warten mal eben auf Kevin. Schmeckt? Okay. So, und dann lassen wir ihn drüben jetzt
die Steine holen, machen den Boden zu und machen da auch Steinlager hin. Damit die Wege nicht mehr so weit sind. Komm mal her. Folgt mir mal auf die andere Seite. Johnny B. Tong. Dauert jetzt natürlich wieder. Wir kennen das. Ah. Oder? Mal ganz ehrlich, Leute, das fügt sich doch in die Umwelt ein. Das ist wie getarnt. Man sieht gar nicht, dass da ein Haus steht. Ich weiß auch nicht, was Detlef immer hat. Es ist auch ein komischer Nachbar. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gut. Oh, Bärbel hat wieder irgendwo geschossen. Da oben ist sie. Dachte eben, ich hätte Cat Dog gehört. Aber ich finde auch einmal, der war schon einmal da. Das langt. Und kommt da wahrscheinlich gegen Ende des Streams wieder in der Nacht. Das kennen wir ja von ihm. Ach, das ist Bärbel. Bist du so schnell dahin gekommen? So. Dann machen wir mal eben den Boden. Und dann lippt das. Ich bin ja auch dumm, ne? Jetzt habe ich die hier oben hingeknallt, obwohl ich hier unten schon mal ein Lager... Ohne Worte. Ohne Worte. So.